Willkommen zurück beim Grammophon in Lumberjacks Dynasty. Hallöche, schön, dass ihr mit dabei seid. So, endlich ist es mir mal gelungen, diese Katze dahin abzufertigen, abzufüttern vielmehr. Ich habe natürlich das jetzt wieder versäumt, mit in die Aufnahmerin zu machen, weil ich so aufgeregt war, dass sie da auf der Tonne steht, auf dem alten Ölfass. Und dann geht man hier dran und dann ploppt auf E-Füttern oder Katze füttern oder irgend sowas. Habe ich natürlich, wie ich die da gleich gesehen habe, dass die da hinten auf dem Fass liegt. Das ist, glaube ich, so ziemlich die einzige Möglichkeit, wo man sie füttern kann. Habe ich natürlich die Gunst der Stunde gerade schnell genutzt und habe sie gefüttert. Und jetzt mag sie mich wieder ein bisschen mehr und hat ein Herz hier. Hier, der Oskar, der mag mich sowieso immer, weil der gibt es jeden Morgen, kriegt er sein Bratwürstchen in die Hand gedrückt. Und da habe ich eh ein Stein im Brett bei dem. Apropos Stein im Brett, das ist dann jetzt die nächste Aktion, dass ich bei der Natalie auch noch einmal ein Stein im Brett habe. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich immer den Anzug an. Ich könnte ja mit dem oder auch mit dem da hinfahren. Ich denke, den nehme ich immer mit. Traditionelle Kleidung, mehr Ausstrahlung und Verkaufserfolg, aber nicht so gut für harte Arbeit. Nee, ich gehe nicht arbeiten. Ich fahre jetzt mit meinem Auto bei die Natalie. Und ich hoffe, dass ich da jetzt noch mal was gut machen kann, ein paar Meter. Mein Sonneblümchen habe ich dabei, habe ich ja schon geguckt. Das wäre auch immer toll, wenn ich das der immer in die Hand drücken könnte. Ja, und dann jetzt mal ab. Das Auto ist auch noch einigermaßen sauber. Das müsste auch ein bisschen Eindruck schinden. Natürlich, wenn ich mit so einem Lamborghini oder was da vorgefahren komme, den es da beim Händler irgendwo gibt, so ein Sportware. Huch. Das wird die Dame noch ein bisschen mehr beeindrucken, aber das ist halt im Moment noch nicht drin. Im Moment habe ich noch den alten Pickup hier. So, wo ist sie dann? Die Natalie. Da hinten. Es war genau so, wie du gesagt hast. Mit dem Herz hier. Gibt sogar schon ein Herz hier über dem Kopf jetzt. Er wusste das vorher. Das ist aber schade. Juhu, ich bin's. Mir hört sowieso niemand zu. Doch, ich. Ich würde dir zuhören, wenn du babbelst. Wir sollten einfach durchhalten. So, und dass ich jetzt keine Minuspunkte kriege bei ihr, wenn ich die jetzt anspreche, dann... Das ist nicht das, was ich gehört habe. Sagt die mir, sie hätte jetzt im Moment keine Zeit, ich soll nicht stören oder irgendwas. Ich glaube nicht, dass es sich ändern wird. Deswegen schwätze ich immer den anderen Typ hier an. Ich bin gerade beschäftigt. Ja, ja, du bist beschäftigt. Jetzt nicht mehr. Hallo, gut dich zu sehen. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt, tut mir leid. Ich muss gehen. So, jetzt. Hallo, wie geht's dir? Hallo, Süßer. Süßer, sagt sie zu mir. Meine Dame, lass mich dir sagen, du siehst heute wirklich wunderschön aus. Oh, das ist so schön zu hören. Danke. Natalie scheint dich ein bisschen mehr zu mögen. Jetzt gucken wir mal, was das Smiley sagt. Immer noch das Herz hier. So, ich würde dir gerne mal die Sonneblumen da in die Hand drücken. Wie gesagt, mit meiner neuen Maus hier, das ist... Aber es geht nichts. Ja, hier ohne geht kein Kästchen auf. Irgendwie die Sonneblumen in die Hand nehmen oder überreiche oder so. Ich denke mal, das Hallo. Kommt irgendwann noch. Ich habe gerade an dich gedacht. Oh ja, und ich an dich. Irgendwelche neuen Gerüchte? Ich habe gehört, dass das alte Sägewerk zum Verkauf steht. Das wäre sicher ein gutes Geschäft, das man besitzen könnte. Und das Haus ist trotz des Alters auch ganz nett. Das hatte ich ja in der letzten Folge auch schon mal irgendwann angekündigt, dass es so einen Spruch gibt. Ja, das Haus ist schon, bin ich schon einmal renovieren. Natürlich nur für dich. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt, tut mir leid. Na dann. Bis später. Sie hat gerade an mich gedacht und nennt mich Süßer. Schade, dass man nur einmal am Tag dahin kann.
Weil wenn ich die jetzt noch einmal, heute am selben Tag, noch einmal so ein tolles Kompliment an den Kopf werfen würde, dann würde sie mir sagen, ey, ich soll sie mal nicht übertreiben oder so. So, warum fahre ich jetzt hier hin raus? Ich versuche jetzt mal hier in den Waldgrundstücke, die es hier hin gibt. Und zwar in denen Kaufbare habe ich bis jetzt noch nie Pilze oder Kräuter oder sowas gefunden. Also müsste ich mich mal an so nicht kaufbare Grundstücke dran machen. Das wäre dann in dem Fall hier das dreieckige, hier dieses längliche und hier ist auch noch eins dazwischen. Und dazu bin ich schon viel zu weit gebrummt. Machen wir mal drehen. Und zwar müsste das Grundstück, das dreieckige, das große, müsste das hier sein. Oberhalb von der Natalie. Wenn ich mich nicht irre. Jupp, hier links das. Stelle ich mal Auto wieder hier schön in Schatten, nicht, dass es so warm wird. So, dann begebe ich mich mal hier auf Pilzsuche. Oder Kräuter, wäre mir natürlich noch viel lieber, wenn ich ein paar Kräuter finden würde. Könnte ich nämlich wieder tolle Shampoos und Kräutertränke und Tralala, Eulendrank, Fuchstrank und so ein Kram herstellen. Und Pilze brauche ich immer mal so zum Kochen, aber die habe ich eigentlich noch genug. Aber hier sieht es irgendwie mau aus. Da ist ein Pilz. Kräuter, ich brauche Kräuter. Das wollte ich euch ja auch schon immer mal zeigen, wie das da so funktioniert. Und wie gesagt, nach meiner Erfahrung her ist es bis jetzt, habe ich die meisten Kräuter und Pilze immer nur auf Gebiete gefunden, die nicht kaufbar sind. Und das ist ja hier so eins. Aber hier ist, entweder habe ich, da unten steht was. Entweder habe ich hier schon zu viel abgegrast, die letzte Zeit, weil es halt nicht so weit weg ist. Ja, ich glaube, das trifft zu. Hier war ich wahrscheinlich schon so oft. Hier wächst nichts mehr. So, wo bin ich? Also hier nach rechts. Und dann ist hier irgendwo noch ein längliches Grundstück. Oder ein Gebiet, was ein bisschen länglich ist. Dann gucke ich da noch einmal schnell, ob da noch was abzugrasen ist. Das müsste hier vorne geradeaus das sein. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Yep, alles geradeaus. Pilze suchen mit der Natalie, das wäre natürlich auch mal was. Wenn die mal mitkämen hier. Im Wald. Vielleicht geht das ja später, wenn ich da mit irgendwie mit der verbandelt bin. Ah, hier steht Material rum hier. Aber leider Gottes nur Pilze, die ich eigentlich schon zuhauf habe. Wie gesagt, ich bräuchte ein paar Kräuter, aber da steht noch ein Pilz. Hier rennt ein Wildschwein rum. So, da ist noch ein Pilz am Baum. Wahrscheinlich ein Baumpilz. Und hier war doch noch irgendwo einer jetzt. Da hinter dem anderen. Und hier ist was, gell? Da. Alter, der ist aber wirklich schlecht zu sehen hier. Da ist ein Kraut. Da ist was an Kraut.
Berinale. So, da steht hier noch ein Pilz. Da ist einer. Ja, das ist auch ein ziemlich mühsames Geschäft hier. Ich meine, es gibt gut Kohle, wenn man da so einen Kräutertrank oder irgend sowas macht. Aber, wie man hier so sieht, ist natürlich auch ein Matzarbeit. Was ist das hier? Grashaufe eingezäunt. Mhm. Ist natürlich aber auch Matzarbeit, den Kram zu finden, gell? Wie gesagt, Pilze habe ich rein theoretisch genug, aber wenn ich schon hier rumlatsch. Wildschwein. Da steht irgendwo ein Kraut. Bullis. So, jetzt war hier noch alles voll, gell? Ah, das andere Kraut. Hier ist noch irgendwo ein Pilz und noch mehr Bullis. Da stehen noch irgendwo Pilze. Da ist einer. Da ist der nächste. Mein lieber Mann. Hier irgendwo was grün leuchtet gesehen. Da hinten leuchtet noch. Auch noch irgendwo ein Pilz, der interessiert jetzt nicht. Na komm. Hm. So, jetzt gucke ich mal schnell auf die Karte, wo ich bin. Ja. Hier links. Ist auch noch das kleine Gelände da. Mal gucken, ob da noch was draufsteht. Leider Gottes nicht. Oder ich bin zu blind oder zu... Darf man gar nicht sagen, zu blöd. Steht da ohne. Was ist denn das? Eine Schatztruhe. Ja moin. Cool. Da gucke ich doch mal schnell. Ist auch ein bisschen Wasser hier, gell? Da gucke ich doch mal schnell, was da drin ist, oder? Schatztruhe öffnen. Ha! Achtmal Dosebier und Trockenfleisch fünfmal. Perfekt. Oh, und Ringelblumensame 12. Rittersporn-Same 13 und. Eine Gießkanne nehme ich natürlich auch mit. Gucke ich nochmal schnell bei Werkzeug. Also, da war Esse und Samen drin. Nicht schlecht. Also hier, Rittersporn-Same, Ringelblumensame, eine Gießkanne, da habe ich jetzt zwei Stück davon. Und alkoholfreies Bier und hier ohne dieses Trockenfleisch. Respekt. Cool, ich habe eine Schatzkiste gefunden. Juhu. Gut, dann mache ich mich wieder auf zu meinem Auto. Aber das Ganze, keine Angst, mache ich offline oder ich schummel ein bisschen. Kann man nämlich auch immer hier ganz schön. Ja, das ist kein Spaß. Richtig, das ist kein Spaß. Das
sondern wir sind nämlich nicht bei Wünsch dir was, sondern bei So ist es. Gell? Und wir waren in dieser Folge beim Kramer-Fan und Lumberjacks Dynasty. Und damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.